Hallo, guten Abend, liebe Leute, wir sind wieder da mit König Salomos Widersprüche, dritter Teil. Jetzt, ich soll erklären, dass diese Metaphore, dass König Salomo sagt, die harte Gesicht ist besser von lächerliche Gesicht. Erinnern Sie euch? Okay, die Leute haben das nicht verstanden. Okay, dann ich soll zurück zum Share Screen angehen. Ja. Okay, jetzt Sie sehen, das ist der Satz. Tov das Ah, mit ja. Chok, Kibrova Panim Itavlev. Besser Betrübnis als Lach. Denn bei trübem Gesicht ist das Herz gut. Und was soll ich sagen? Ich habe erzählen über die Probleme mit König Salomo. König David, sorry, Entschuldigung. König David hatte viel, viel Probleme ins Haus, durchs Haus mit seiner eigenen Sonne. Er hat viele Söhne, das kennen wir uns. Er hat viele Frauen, König Salomo, König David, König Salomo noch mehr. Es ist noch mehrere Probleme. Ja? Tora sagte, Veloyer König wird nicht zu viel Frauen für sich nehmen. Die Frage ist, was ist zu viel? Also, die Antwort ist sechs. Ja, das ist nicht über sechs. Der König darf sechs Frauen gleichzeitig heiraten. Und der König David hatte sieben Frauen genommen. Die Bathsheba, ja, die ist ein echtes Schicksal. Sie war die nicht erste und sogar nicht zweite, nicht dritte. Sie war die siebte. Die König Salomo ist die Sohn von die siebte Frau. Also, die viele Söhne vom ersten sechs Frauen haben sich als zukünftige Kronprinzen, so sagt man, ja, Kronprinz, die Prinz, der soll die alte und dumme Vater erobern. Ja, die Jungen sind immer klug, die Väter sind immer, ja, die verstehen gar nichts von ihrem Leben. Okay, also dann schauen wir. Nein, 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 nein. Wo war ich? Moment. Ah, ja, hier. Ich bin hier. Also, wir gehen zum natürlich Buch Samuel. Ja, ich habe gesagt, der erste Samuel ist das König. Saul, der erste. Die Samuel 2, lateinisch, ist das König David. Dann gehen wir zum diesem Buch. Ja. Zweite Buch Samuel. Sehen Sie, ja? Okay, dann Kapitel 13. Die erste Geschichte, es ist Amnon und Tamar. Ja? Das hat Natalia gefragt. Okay, das ist die Antwort. Also die erste Probleme kommt von Amnon. Amnon war der erstgeborene Sohn. Okay, also natürlich, er ist erster Kronprinz. Der erste Sohn von erster Frau. Amnon. Also dann schauen wir. Einige Zeit nachher ist die Geschichte mit Salomo und Bathsheba und Uriah der Hittier, aber lernen wir das nächste. Einige Zeit nachher, Kapitel 12 nachher, sieh Folgendes: Abschalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester namens Tamar und es liebte sie Amnon, Sohn Davids. Erklärung, Übersetzung: Die Abschalom und Amnon, sie sind Stiefbrüder. Der Vater ist gleich, die Mutter sind unterschiedlich, klar? Okay, also die Abschalom ist Sohn von Hagit, zweite oder dritte Frau, kann man finden, es ist nicht kritisch. Okay, also diese Frau hat einen Sohn, Abschalom, und eine schöne Tochter, Tamar. Wir sehen bald, dass auch Abschalom war nicht einfach schon der schönste Mann Israels. Wir schauen bald. Okay, also alle Kinder werden, wow, die direkte hollywoodische Stars, sozusagen. Okay. Also jetzt aber, es ist eine verbotene Liebe
zwischen Amnon, Sohn David, und Tamar, Tochter David. Aber die Mütter sind unterschiedlich. Dann Natalia hat gefragt, was haben Sie gefragt, Natalia? Was war die Frage? Ist das erlauben, nach Gesetz der Tora, diese, kann man schon das Sohn und Tochter von einem Vater, aber verschiedene Mutter heiraten, oder kann man nicht? Okay, das die Antwort wie jüdisch von Ende. Heute ist es verboten. Okay. Heute es geht nicht, natürlich. Die Frage, dass Sie haben richtig formulieren, was war damals, ob dann es war möglich. Und was kennen wir von Abraham? Was Abraham hat behauptete? Zweimal. Als seine Ja. Frau wurde nach Pharaon genommen und Abimelech. Was hat er Dass sie behauptet? seine Schwester ist. Ja, und wie? Wie genau? Aber das war, ich habe schon das gelesen, kann ich sagen. Ja, bitte. Einige Leute sagen, sie war auch Tochter von seinem Vater, aber die anderen Kommentatoren sagen, sie war Tochter von Onkel von Abraham. Nee? Ja, aber okay, ehrlich zu sagen, Abraham hat gesagt direkt, sie ist meine Stiefschwester. Er sagt, sie ist Schwester von meinem Vater, aber nicht von meiner Mutter. Also der Vater Abrahams und seine eigene Frau war die gleiche Vater, aber die Mutter war andere Frauen, okay? Also in andere Worte, Abraham hat geheiratet seine Stiefschwester, okay? Das ist genau die Geschichte mit Amnon und Tamar, oder? Gibt es gemeinsame Vater und zwei separatisch unterschiedliche Mütter. Abraham mit eigener Liebe, mit eigener Zunge. Er beweist, dass damals das war möglich. Oh, die Frage, ob es geht nach Torah, weil Abraham hat teilweise voll Torah gelebt. Ja? Ja, er hat die erste Jude, hat die Gott erkannt und so weiter. Ja? Also das heißt, wir sehen, dass es war solche Realität, dass die Stiefbrüder und Schwester heiraten sich. Es passiert. Die Frage, ob nach dem Torah es ist in Ordnung, erlaubt, empfiehlt und so weiter. Okay, wir sehen von diesem Kapitel die Antwort. Bald. Okay. Okay. Es war dem Amnon weh zum Krankwerden um seine Stiefschwester Tamar willen, denn sie war eine Jungfrau und es war dem Amnon unmöglich, ihr das Geringste anzutun. Okay. Amnon hatte aber einen Freund, einen bösen Freund, namens Jonadab, Sohn Shimi, des Bruders David, also seine Onkel. Ja? Er ist die Jüngste, also sein Vater hat einen Bruder und der Bruder hat den Sohn, also seine Cousin. Die Schime ist sein Onkel, der Sohn von dieser Schime, Jonadab, er ist sein Cousin. Er hat einen Cousin. Jonadab war ein sehr kluger Mann, vielleicht zu viel kluger Mann. Er fragte ihn Amnon eines Tages: Warum bist du so sehr abgezehrt, du Königssohn? Also, die ganze Welt ist vor deine Tusse gelegt. Einen Morgen mehr als den anderen, willst du es mir nicht sagen? Da sprach Amnon zu ihm: Ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Abschalom, also eine verbotene Liebe. Da riet ihm Jonadab: Hören Sie, lege dich auf dem Lager und stelle dich krank. Ja, stelle dich krank. Nicht wirklich krank. Kommt dann dein Vater nach dir zu sehen, so spricht zu ihm, möchte doch meine Schwester Tamar kommen und mir Speise geben. Denn im Biss möchte sie vor meinen Augen bereiten, auf das ich zu sehen und aus ihrer Hand esse. Nun, was sagen Sie? Seine medizinische Behandlung, oder? Was ist? Was ist diese Bitte?
Also ich persönlich sehe da jetzt nichts Schlimmes dabei. Wir wissen das Ende, weil wir sind, aber ich sage als Mediziner, es ist eine psychologische, es ist eine Placebo, ja. Also, ja, man, da hat gute Gefühle, okay, es kommt und dann gute. Also, das ist keine echte Medizin, aber er meint etwas anderes. Amnon legte sich nieder und stellte sich krank. Auf Hebräisch, es ist ein, muss man sagen, gibt es ein Verb, Vayetchal, es steht. Also, das meine kleinen Kinder sogar wissen. Quasi krank spielen sich. Ja, das meine Kinder sagen, er spielt sich quasi krank. Ja. Also gibt es ein solches Wort auf Hebräisch. Spielen sich krank. Als der König kam, nach ihm zu sehen, da sprach Amnon zum König, ich möchte doch meine Schwester Tamar kommen und zwei Kuchen von meinen Augen anrühren. Genau, das ist diese Placebo, dass ich aus ihrer Hand den Imbiss genieße. Da schickte er zu Tamar ins Haus und wir sagen, gehe doch, das ist ein Befehl, gehe doch in das Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm den Imbiss. Tamar ging in das Haus, kein Verdacht, ihres Bruders Amnon, während er lag. Sie nahm den Teig, knetete und rührte ihn ein vor seinen Augen und backte die Kuchen. Sie nahm die Pfanne und schüttete, aber er weigerte sich zu essen. Amnon bewahr, lasset alle hinausgehen von mir. Es gingen alle hinaus von ihm. Noch schlimmer. Judentum verbietet sogenannte Ichud. Allein bleiben die Leute, Mann und Frau, die sind für sich verboten zum einen sexuellen Kontakt. Okay? Das ist ein Verbot bis heute. Also wenn wir gehen nach dieser Linie, es wird kein Problem. Für jede Seite. Deswegen, wenn Sie sehen, die chassidische Rabbinerin vom 19., 20. Jahrhundert, da, wenn die Frau kommt zur Beratung, sie immer sitzen nicht allein gegen diese Frau. Heute ist es, kann man verstehen, ja, von beiden Seiten, ja. Also muss man immer, heute wir haben die gleiche Gesetz mit Gynäkologen, ja. Es soll dort eine Schwester, ja. Genau, nicht ein Arzt gegen eine Frau. Ja? Also heute es ist es ein Gesetz wegen jeder Verdacht von allen Seiten. Das Judentum hat das schon tausende Jahre vorgesagt, muss auch jemand Dritte sein. Okay? Deswegen viele Rabbiner zum Kurs mögen nicht die Beratung zur Frau geben, weil du musst noch Dritte, es ist viel kalt. Es ist einfach mit Männern, dann muss man keine Dritte. Okay, Amnon sprach darauf zu Tamar, bringe den Imbiss in das Schlafgemach, dass ich es aus deiner Hand genieße. Tamar nahm die Kuchen, die sie bereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon ins Schlafgemach. Als sie es zu ihm zu essen hinreichte, da ergriff er sie und sprach zu ihr, komm, lege dich zu mir, meine Schwester. Lege dich, schlafe mit mir. Okay? Aber sie sprach zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tue mir keine Gewalt an, denn das geschieht nicht im Israel. Tue nicht diese Schandtat. Denn wohin soll ich meine Schmach tragen? Und auch du wirst dann gleich einem der Ruchlosen in Israel. Rede doch lieber mit dem König, mit unserem Vater, denn er wird mich dir nicht verweigern. Nur was ist die Antwort? Das ist die Antwort. Über die Frage, die Nathalie hat gefragt. Schon verboten? Es ist nicht verboten. Nicht verboten. Damals sind sie verboten. Sie sagt, wir können gesetzlich verheiraten und dann kein Ach Problem. so, 13. Ja, okay. Mein Vater wird nicht verweigern, diese Bitte. Also in andere Worte, damals, wieder nicht heute, keine Konsequenzen für heute Realität, muss man klar und 100% trennen zwischen damals und heute. Okay? Wirklich. Wir reden über die Geschichte vor 3000 Jahren vor uns. Ja? 10. Jahr minus null, sogenannte null. Okay? Also 3300. Also damals, das ist die Antwort. Es war möglich. Ich sage, das war nicht gut oder nicht gut. Es ist die Schätzung.
Damals, das war möglich. Bruder und Stiefschwester könnten verheiraten. Okay. Aber Amnon, wollte nicht auf ihre Stimme hören. Er tat ihr Gewalt an, bemächtigte sich ihre und beschlief sie. Amnon hasste sie darauf sehr, so das Große war der Hass, wie er sie jetzt verabscheute, als die Liebe, die er ihr zuvor entgegenbracht hat. Amnon sprach zu ihr: Mache dich auf, geh. Kennen Sie das, die Sprichworte, dass die Distanz zwischen Hass und Liebe sehr, sehr eng? Das ist genau die Situation. Da sprach sie zu ihm: Nicht doch noch diese große Unbill nach der anderen, die du an mir getan hast, zu verstoßen. Aber er wollte nicht auf sie hören. Er rief vielmehr seinen Burschen und befahl: Bringe diese fort von mir auf die Straße und schließe die Tür hinter ihr zu. Okay. Tamar tat Asche auf ihr Haupt, zerriss den bunten Rock, den sie anhatte, legte ihre Hand auf ihr Haupt und ging wehklagend einher. Da fragte Bruder Absalom: Er ist die Held. Sie ist diese Mädchen Tamar, ist verbunden nicht zur Mutter, nicht zum Vater. Trotzdem ist es klar, ist auch die Tochter von König David. Sie ist Schwester von Absalom. So steht auf erstem Satz von der Karte. Das heißt, er ist der Boss. Er ist der Dach, so sagt man es auf Russisch. Dach, metaphorisch zu sagen. Er ist der Schutz, ja, für diese Frau. Da fragte ihr Bruder Absalom: War Amnon, dein Bruder, bei dir? Nun, meine Schwester, schweige still. Es ist ja dein Bruder, Stiefbruder. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen, so bleibt Tamar im Hause ihres Bruders Abschalom und wählte dahin. Der König David hatte all diese Dinge gehört und es verdroß ihn sehr. Nun, was sagen Sie? Was ist diese Reaktion von König David? Feigling. Der, der auf den Tisch hauen soll. Hat er ein Wort zum Amnon gesagt? Scheinbar nicht. Verstehen Sie die Probleme? Das ist genau, was mein König Salomo. Harte Gesicht, manchmal besser von lächerlichem Gesicht. Er sollte hart gehen auf seinem Sohn. Er ist verbessert, er ist vergewaltiger. In die Klammern. Was nach dem Tora-Gesetz, das steht im Tora, ich hatte keine Zeit, aber gibt es einen Satz direkt im Tora. Was ist eine Strafe über die solche Tat? Für einen Mann, der hat eine Frau, Jungfrau vergewaltigt. Er muss sie Was? heiraten. Richtig. Aber was ist die Strafe? Das ist der Preis. Das ist die Eine Belohnung. Tod? 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 Ja. Nee? Er hat Eine gesagt zu Geldstrafe? Recht, kein Tod. Umgekehrt. Leben. Er hat zu Recht gesagt, er soll die Frau heiraten. Aber das ist aber der Preis. Er wollte mit Frau sein. Aber wo ist die Strafe? Die Strafe Ach so, ist, von David, von David. nee, überhaupt, steht im Torah, gute Er 1000 kann Jahre zu. sich von ihr nicht scheiden lassen. Genau, das ist die Strafe, genau. Du willst diese Frau, okay, aber keine Scheidung. Du willst diesen großen Preis zum ganzen Leben, zum Gut und zum Böse. Es ist, ich weiß nicht, lächerlich, aber trotzdem ist es eine Vergewaltigung. Okay, gibt es doch auch eine Geldstrafe, im Tora steht, aber prinzipiell, dass diese Dinge, das kann man nicht scheiden lassen, im Judentum, wir begriffen das als die größte Strafe. Warum? Die freie Auswahl wird schon verweigert, woraus genommen. Keine Freiwahl. Weil ob zusammen weiterleben, ob scheiden lassen, das ist deine freie Auswahl. Ja? Immer. Immer ständig. Ja? Immer stehen, aber nicht in diesem Fall. Also das ist auch Preis und auch Strafe gleichzeitig, nach dem Torah. Die Probleme, dass König David macht gar nichts. Ja? Er ist sehr traurig. Aber was hilft nun seine inneren Gefühle zu der Geschichte? Muss man reagieren? Okay, jetzt passen wir auf, was passiert weiter. Absalom
die Dach von Tamar, redete wohl darüber nicht mit Tamar, weder Böses noch Gutes, gar nichts. Aber Absalom hasste den Amnon, weil er seine Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Okay, jetzt passen wir auf. 2 Jahre später, also das ist der Anfang für die Geschichte, also die ersten Probleme, Vergewaltigung in Davids Haus. Die Konsequenz, König David reagiert nicht, er ist nicht traurig. 2 Jahre später hielt Absalom Schafschur in Baal Hazor bei Ephraim. Baal Hazor ist eine bekannte Stadt. Heute gibt es eine Stadt Hazor. Dazu lud Absalom alle Söhne des Königs ein. Also alle Prinzen. Ja, also das nach dem Torah, es ist keine offizielle, das ist tatsächlich, das kann man verstehen, diese Schafschur, es ist ein Fest. Ja? Also gibt es die Landwirtschaft und gibt es, wie sagt man, diesen Beruf. Unsere Vorväter, die macht man ja, mit Vieh, ja, geht da und dort. Was Moses war? Hirte. Schafer, Schafer. Ja, Schäfer. Schäfer, Schäfer, genau. Also das in dieser Schäferwelt, das ist dieses Ereignis, das ist etwa gut und wichtig. Also viele unterschiedliche Kulturen. Das folgt man. Ja. Absalom kam zu König David und sprach: Dein Knecht hält Schafschur, möge doch die König samt seinen Dienern mit deinem Knecht gehen. Also er einladet seinen Vater. Die König erwiderte dem Absalom: Noch dich, mein Sohn, bla bla. Absalom sagte dann: Wenn nicht, so möge doch mein Bruder Amnon mit uns gehen. Da fragte der König: Warum soll er mitgehen? Er versteht etwa. Absalom aber drang an ihm und David schickte ihm den Amnon und alle Söhne des Königs. Absalom befahl darauf seinen Burschen also: Seht doch zu, wenn Amnon frohen Sinnes wird vom Weinen, und ich spreche zu euch, als ich spreche zu euch, schlagtet Amnon, so tötet ihn, fürchtet nichts. Bin ich es doch, der es euch gebietet. Seid stark und zeiget euch als tapfere Männer. Okay, das ist der Plan. Die Burschen Absalom starten mit Amnon, wie Absalom geboten. Darauf machten sie alle Söhne des Königs auf. Sie bestiegen ihre Mausel und flohen. Okay? Also Absalom tötet Amnon. Das ist die Vergeltung. Klar. Als sie auf dem Wege waren, kam das Gerücht zu David. So, okay, David, ich habe gedacht, dass die Absalom hat alle anderen Prinzen getötet. Das ist nichts. Es ist nicht richtig. Also, da Jonadab, genau dieser Jonadab, der Freund, der hat beraten, hat vorbereitet die Vergewaltigung zum König. Da kommen die Söhne des Königs, die Prinzen sind lebendig, wie der Knecht. Wie dein Knecht gesprochen, so ist auch eingetroffen. Also, Absalom war unterdessen entflohen. Von wem? Warum muss man entfliehen? Naja, er hat seinen Bruder umbringen lassen. Da Ja, trotzdem gibt bin es ich schon mal. einen. Kann man sagen vom Gericht, kann man sagen vom Todesstraf, kann man sagen von seinem Vater, kann das alles, alles. Also er soll fliehen. Er hat jemand, nämlich seinen Bruder, getötet. Er ging zum Talmai, seinem Großvater mutterseits. Okay, Sie verstehen im Klammern, das ist ein Kommentar. In Kurz, er hat zum Talmai König von Geschur, zum anderen Königtum hat gegangen. Ein nicht so großes Königtum, aber er hat nach anderer Stadt geflohen, in unserer Sprache, okay? Er hat getan etwa in Schweiz und hat nach Liechtenstein zu Luxemburg geflohen, okay? Okay, in unserer Sprache. Absalom war nach Geschur, das ist dieses Königtum, geflohen und wählte das selbst 3 Jahre. Im Exil. Der König David verging fast von Sehnsucht nach Absalom. Denn er war bereits getröstet wegen Amnon, dass er tot war.
Okay. Das ist die Geschichte Nummer zwei. Die Brüderische Krieg, Abschalom getötet Amnon. Hat König David etwa gesagt? Kann sein, wir haben gar nichts. Und jetzt, Kapitel 14, das ist Abschalom Rebellion gegen eigenen Vater. Joab, Sohn Zruja, merkte, dass das Herz des Königs sich nach Abschalom sehnt. Also, er nimmt die entfliehende Abschalom zurück. So sollst du zum Könige gehen, zu deinem Vater, und zu ihm wie folgt reden. Joab legte ihr die Worte in den Mund. Okay. Okay, das ist eine Geschichte mit einer Frau. In kurz, dieser Mann, wir sagen, koscher de Wege zum. Ja? Er kocht eine Geschichte. Wir sagen auf Hebräisch, gekoscher etwa. Ja? Koscher etwa. Ja? Gibt es eine unkoschere Tat? Gibt es einen unkoscheren Mensch? Abschalom. Und dieser Joab ben Zruja, er kocht die Geschichte. Ja, das kann man aus Exil Geschur zurück nach Juda zurückkehren. Okay, dann lesen wir die Geschichte nicht. Joab machte sie auf, er ging nach Geschur zum Exil und brachte den Abschalom nach Jerusalem zurück. Oh. Der König befahl, er mag nach seinem Hause gehen, aber mir nicht vor Gesicht kommen. Das ist doch eine Strafe. Da wandte sich Abschalom nach seinem Hause, das Antlitz des Königes sah er nicht. Okay. Jetzt kommen wir zum Rebellion Abschalom. So schon wie Abschalom war kein Mann im ganzen Israel, so dass man ihn sehr rühmte. Vor seine Fußsohle bis zum Scheitel war an ihm kein Tadel. Also eine, heute wäre es der schönste Mann, nur Frauen sagen nämlich. DiCaprio mit Keanu Reeves zusammen, etwa so. Okay, eine hollywoodische Idol. Also Abschalom, ich habe gesagt, dass die Tamar war. Schöne Mädel, ja. Die ihre Brüder waren noch mehr schon. Also muss man nicht unbedingt eine Arnold Schwarzenegger, ein Miss Universe mit Bizeps und Trizeps und einem Muskel sein, ja. Kann auch Mann schon sein. Passiert mal, nicht so viel, aber passiert doch. Das war Abschalom. Wenn er sein Haupthaar schor, Abschalom, es geschah einmal im Jahre, also nicht jeden Tag, nicht jeden Monat, dass er sich schor, weil es zu ihm zu schwer war. Also er hatte lange Haar. Wie heutzutage Rockstars, ja? Nicht eine kurze Haarschnitt, eine Rockstar, eine Weltstar. So schor er es ab, wog sein Haupthaar 200 Schekel nach dem Gewicht des Königs. Ich erinnere Schekel, es ist ein Gewichtmaß. Es ist eine Gewichteinheit, okay? Also heute Schekel, es ist eine Währung, ja, neue Schekel im Israel, ja? Aber tatsächlich, Schekel ist es vom wörtlich Kol, wiegen, okay, auf Hebräisch. Also Schekel ist eine gewisse Masse. Was wiegt? Ja, so und so Gramm Silber, Gold. Ja, also deswegen entsprechend, es war silberne Schekel oder goldene Schekel. Ja. Denn Abschalom wurden drei Söhne und eine Tochter namens Tamar geboren. Diese war ein sehr schönes Weib. Was ist dieser Name, Tamar? Was sagt uns dieser Name? Da ist noch seine Schwester, das heißt aber auch Dattel. Das heißt, er hat sehr, sehr eigene Schwester Tamar geliebt und auf diese Dinge hat nichts verziehen. Ja? Deswegen hat Amnon ermorden, zum Exil gegangen, die Vater sieht nicht und noch eigene Tochter nennt Tamar. Verstehen Sie, was ist dieses Gefühl? Die Tanach, die Prophet Samuel, ja, er ist der Autor von diesem Buch. Will uns sagen, er war sehr, sehr lieb, die junge Schwester. Ja. So stark. Ja. Wirkliche brüderliche Liebe. Als Absalom in Jerusalem 2 Jahre gewohnt und das Antlitz des Königs noch nicht gesehen hatte, da schickte Absalom nach Joab, der hat ihn zurück mitgebracht von Exil.
um ihn zu Könige zu schicken, aber er wollte nicht zu ihm kommen. Er schickte ein zweites Mal, aber er wollte wiederum nicht kommen. Da sprach er zu seinen Knechten: Seht da den Acker Joabs an meiner Seite. Er hat deselbst Gerste, geht und zündet ihn an. Was sagen Sie? Also, der Mensch hat die Ziele und auch will seine Ziele erreichen. Als das geschah, machte Job sich auf und kam zu Absalom. Ah, es funktioniert. Wie gesagt, nur diese Machiavelli aus Chicago. Ja, die gute Wort ist gut, aber gute Wort mit Pistole ist es noch überzeugend. Ja, das ist bekannt. Ja, also er hat zweimal gesprochen, gar nichts. Dann entzündet und dann ist es passiert. Also Joab kommt zu ihm. Absalom erwiderte dem Joab: Ich habe dir sagen lassen, komm her. Ja, also warum bin ich von Geschur gekommen? Eine rhetorische Frage. Nicht eine bürgerliche Lebensführung. Mir wäre wohl eher, wäre ich noch dort. Demnach will ich dann natürlich die Könige sehen. Wenn eine Schuld an mir ist, so mag er mich töten. Okay. Joab kam zum König und berichtete es ihm. Er berief den Abschalom, dass er zum die Könige komme. Also der Abschalom erreicht alles, was sie wollen. Abschalom bückte sich auf sein Angesicht zur Erde vor dem König, und die Könige küsste den Abschalom. Frieden, Ende der Geschichte. Es ist nur Anfang der Geschichte. 15. Kapitel. Nach einiger Zeit schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Mann liefen vor ihm her. Kennen Sie, wenn jemand, die Hauptoberst dem Staat, kommt zum anderen Staat, dann ist das die ganze Gemeindezeit. Dann die große Limousine, die Bikes vor ihm fahren, ja, mit den kleinen Flaggen, ja, und dann viele Limousinen und dann der Limousine, der Auto. Das Auto, ja. Kennen Sie solche Zeremonien? Also das ist tatsächlich eine Kopie von der alten Zeremonien. Ja, also gibt es einen Wagen, Pferde und 50 Leute liefen vor ihm. Das ist die Ehre, die bezeichnet wem? Ich habe ihm gesagt, Für Oberst den dem König. Staat. Oberst dem Staat. Der Ministerpräsident, der Präsident, der König, ja. Also, in anderen Worten, das ist der Anfang von Rebellion. Absalom pflegte sich früh aufzumachen, sich an die Seite des Weges am Tore zu stellen, und jeder, der eine Streitsache hatte und zum Könige vor Gericht wollte, den rief Absalom zu und fragte ihn: Von welcher Stadt bist du? Sprach jeder dann: Von einem der Stämme Israels ist dein Knecht. Also er sagte seine Adresse. Dann sagte ihm Absalom, nachdem er das Anliegen erfahren, Kommentar: Deine Reden sind gut und gerade, aber niemand hört dich an von Seiten des Königs. Also ich bin der Volksretter, sozusagen. Der König ist zu weit, er ist zu fern, er ist zu nach, ja? Zu oben, ja? Absalom pflegte denn weiter zu sagen: Wenn ich doch richte im Lande wäre, dass zu mir käme jeder Mann, der einen Streit und Rechtshandel hat, ich wollte ihm schon zu seinem Rechte verhelfen. Ich bin besser von den Richtern in Jerusalem. Wer ist der oberste Richter in Jerusalem ist? Eine rhetorische Frage. Wer Sein ist der Vater? Hauptrichter? Wer? Ah, Hauptrichter? Hauptrichter, wer ist? Gott? Gott? Nein? Jerusalem. Nein. Ja, dann. Ach so, dann. Die König. Die König. David? König David? Ja. Die König ist ultimative höchste Richter in jedem Land, in jedem Staat. Eindeutig. Das ist eine Prärogative, eine, ja, eine Teil von Macht Königs. Richtig, oder? Soll ich so sagen? Es ist nicht unbedingt jeder Dinge König vermischt sich juristisch. Aber die schwierigsten Fälle, wie genau mit König Salomo Gericht, ja,
die zwei Geschichten, dass Ja. kein Gericht konnte das nicht entscheiden. Am Ende, das kommt zum König. Also, wir lesen vom Mittelalter, es ist keine Brüder Grimm-Geschichte. Leute da und dort doch appellieren und bis König haben bekommen. Das ist bekannt, auch von Archiven. Auch im 20. Jahrhundert. Bis englische König, bis französische, bis russische König, bis deutsche Kaiser, es ist da und dort passiert. Also, jeder König, er ist auch Hauptrichter in seinem Land. Wollte ein Mann hintertreten, sich vor ihm zu bücken, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Ja? Eine Politiker? Oder? Absalom. Eine schlanke Politiker? Oder eine gute Politiker? Oder zu gute? Ja? So macht man die Politik. Heutzutage Israel statt, wissen Sie, was Politiker machen? Um Leute ehren. Es ist bekannt, es bekommt auch eine Mem. Sie gehen zum Hochzeiten, zum Bar Mitzwa. Ja. Das ist Politiker. Wir kommen zu meiner Hochzeit, was ist 1000 Leute? Auch schon 1000 Klienten. So machen heutzutage Politiker in Israel. Sie gehen zum Freunde, zum Familie. Es ist sehr, sehr bekannt. Absalom tat die gleichen an alle Israeliten, die zu Gericht kamen zu dem König Absalom, erschlich sich somit die Liebe aller Männer Israels. Oh, das ist nicht eine Schätzung, das ist ein Fakt. Der Prophet sagt, der Absalom hat gestohlen die Herzen Israels. Nach Verlauf von 40 Jahren, warum ist es in die vier, ich weiß nicht, steht nicht im Original. Okay. Nach Miketz von 40 Jahren. Da sprach Absalom zum Könige: Lass mich doch gehen, ein Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn im Hebron gelobt. Im Kurz, es ist noch eine Geschichte, dass er fantasiert. Okay. Absalom schickte Kundschafter umher an alle Stämme Israels und ließ sagen, wie ihr den Posaunenschall hört, so rufet. Absalom ist König geworden in Hebron. Warum in Hebron? König David wurde am ersten König in Hebron. Hebron ist seine Hauptstadt Judastamm. Okay? Er ist Sohn vom König David, also kommt von Judastamm. Und macht die gleiche Weg. Also die Krönung, ja, so Krönung, ja. Also er will Krönung, genau die ähnliche Wege wie sein Vater David. Mit Absalom waren 200 Männer von Jerusalem gegangen. Sie waren angeladen und in alle Unschuld mitgegangen. Sie wussten von gar nichts. Okay? Also er macht die Rebellion. Er kroniert sich als König. Mit lebendigem König, König David, sein Vater in Jerusalem. Kennen Sie solche Geschichten? Der Sohn gegen Vater? Kennen Sie solche Geschichten? Das passiert mehrmals, oder? Im Mittelalter? Passiert. Also, es ist nicht nur im Mittelalter, nicht nur in Europa, auch im Alter Israel auch passiert. Okay? Also, da kam ein Bericht der Stadt zu David und erzählte, das Herz der Männer Israel hat sich dem Absalom zugewandt. Du hast verlieren. Also muss man nicht Wahlen organisieren, kann man sagen definitiv, die Herzen Israels haben gewandelt von dich nach Absalom. Okay? David sprach darauf zu all seinen Dienern, die bei ihm in Jerusalem waren, machet euch auf, lasset uns fliehen. Wir müssen fliehen, denn es wird für uns sonst keiner entkommen sein von Absalom. Er kennt seinen Sohn. Was macht er? Schlachtet sie alle. Ja? Haben gesehen, ja? Er hat die Amnon geschlachtet, hat die Feld von Job ben Zeruiah entzündet. Ja? Also, ist keine Frage. Er ist sehr, sehr. Er ist nicht jemand, der hat Zweifel und vielleicht. Er ist eine sehr, sehr entschiedliche Person. Ja? Sehr, sehr. Er weiß, was er will. Er will königliche Thron um jeden Preis. Auch das Leben von seinem Vater. Keine Frage.
alle davon zu gehen, dass er uns nicht rasch nachkommt und uns erreiche und bei uns Verderben bringen und alle Einwohner der Stadt niedermachen. Okay, also König David flieht einfach. Der König ging also fort und sein ganzes Haus folgte ihm. Der König David ließ aber 10 Kebsweiber zurück, das Haus zu hüten. Also es ist etwa zusammen, auch die Königsfrauen, auch die Wachfrauen, ja, sozusagen. Der König ging fort und alles Volk, das ihm folgte, machte Halt in einem Haus in die Ferne. Im Kurz, das ist ein Krieg, wo Absalom hat am Anfang gewonnen. Was passiert am Ende? Er wurde getötet. Ja, Auf Shalom. genau. Also, dem David hätte man berichtet, Achitophel, der klügste Berater nach Talmud. Der Achitophel war klügste von König Salomo, ist unter den Verschworenen mit Absalom. Also er hat die beste Berater der Welt. Da sprach David: Betöre doch den Rat Achitophels Herr. Das ist sein Gebet, ja. Also am Ende am Ende Absalom hat diese Krieg gegen seinen Vater verlieren. Und er wurde ermordet von Held des Davids. Schauen Sie, dass die Azat Achitophel. Achitophel sprach dann zum Absalom: Ich möchte mir aufheben 12.000 Mann und mich noch diese Nacht aufmachen, dem David nachzusetzen. Was sagen Sie? Das war gute oder böse Rat? Ist nicht gut. Ja. Es ist nicht gut, aber es war richtig. Wer das Absalom hört und aufmacht so, er hat besiegt und könnte König David, sein Vater, ermorden und wirklich ein König geworden. Aber Absalom hat das nicht gehört. Am Ende, Achitophel hat Suizid getan. Moment. Da sprachen Absalom und alle Männer Israel: Der Rat des artigen Huschai ist besser als der Rat Achitophels. Das war Fehler. Okay, das war Fehler. In anderen Worten, vielmal, wir sehen in der Geschichte, die Mehrheit hat einen Fehler entschieden. Ja? Die Minderheit hat recht. Aber nach unseren demokratischen Regelungen, wir gehen nach mehr. Okay, im Kurz, er hat falsche Rat genommen und dann Achitophel hat sich selbst getötet und es war nicht umsonst über die lange Haare Absaloms wurde gesprochen. Kennen Sie die Geschichte? Was war die Geschichte? Er hat sich, also die haben sich im Baum verhängt und Ja, haben. also manchmal die Rockstar sein, es ist nicht gut. Mit großen Haaren. Und dann hier, Absalom selbst geriet in die Nähe der Knechte Davids. Absalom ritt auf einem Maulesel. Der Maulesel kam unter das Zweigeflecht einer großen Terebinte. Er blieb mit dem Kopf an der Terebinte hängen und schwebte zwischen Himmel und Erde. Der Maulesel unter ihm lief davon. Also, da sprach Job zum Demene: Warum schlugst du ihn dort nicht nieder? Okay. Im Kurz. Da sprach Job: Ich mag mich nicht lange bei dir aufhalten. Er nahm drei Dolche in seine Hand und stieß sie durch das Herz Abschaloms.
da er hochlebte in das Herz der Terebinth. Es umringten ihn dann 10 Bursche, Waffenträger Joabs, und schlugen Abschalom und töteten ihn. Okay? Also, und dann die ganze Israel hat zurück von Abschalom nach König David gegangen. Israel sagt: Der Abschalom, die haben wir ausgewählt, in unserer Sprache ausgewählt, ist tot. Und dann müssen wir bitten, von König David zurückgekommen. Okay, das ist das Ende der Rebellion. Und jetzt ist die dritte Geschichte, das ich schon verkürze. Das kommt am 1. Königebuch. Am 1. Königebuch. Das ist Rebellion von wem? Vom Adonijah, der noch andere Sohn, schon Sohn von vierte oder fünfte oder sechste Frau. Das ist die erste Kapitel Königs 1. Adonijah, Sohn der Haggith. Haggith, das ist diese Frau, die dritte oder vierte Frau für König David, erhob sich in jener Zeit und dachte, ich werde König sein. Die Kommentar nach meines Vaters Tode. Es ist Kommentar. Ja? Aber tatsächlich hat schon im König David Lebens getan. Er schaffte sich Wagen und Reiter an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Erinnert euch etwa? Fast die gleiche Wort zu Wort, was hast die Abschalom getan. Aber das ist der kritische Satz des Vers 6. Sein Vater, König David, kränkte ihm im Leben nicht, dass er gesprochen hätte, warum tust du solches? Eine rhetorische, negative Frage. Er war auch sehr schön von Gestalt, genau wie Abschalom, von anderer Frau. Er war als zweite Geborene nach Abschalom. Okay? Und das ist die Herzen, die Probleme. Die König David, verstehen Sie, es war nicht nur gegenüber Adonijah. Es war auch mit Abschalom, es war auch mit Amnon, es war mit allen Königs Davids Söhnen. Er hat nie gesagt, nein. Er hat nie gesagt, warum tust du solches? Das kann nicht sein. Das ist nicht in Ordnung. König David immer sagte ja. Er war traurig in den Herzen über die Tamar-Vergewaltigung. Aber hat er sagte zum Amnon, warum tust du solches? Nein. Und das, was meinte König Salomo, besser harte Gesicht, denn lächerliche Gesicht. Jetzt verstehen Sie? Das ist die, also wir haben ein bisschen gelernt. Das ist tatsächlich alles, was habe ich vorgelesen. Das ist Kommentar nur zum diese Vers. Zum diese Vers. Vers 7,3. Besser Betrübnis als Lachen. Muss man eine harte vorgehen manchmal. Denn bei trübem Gesicht ist das Herz gut. Jetzt verstehen wir besser. Es ist also die Konsequenz von König Salomo über seine Vorgänger, über seine Vater, über seine Familie. Sie verstehen, dass diese alle Kronprinzen, sie waren seine Stiefbrüder und gleichzeitig seine Konkurrenten zum Thron. Die letzte Geschichte, das haben wir schon keine Zeit, das ist Re Rebellion von Adonijah. Noch eine Rebellion. Also Talmud sagt, das ist nicht zufällig. Es ist eine Erziehungsprobleme. Es ist eine pädagogische Problem. Der hat die anti-autoritär erzogen, damals gab es das Es doch. ist alles auf alles Amen sagen. Alles gut, alles gut. Ist alles gut. Talmud sagt eine, ich bin auch ein bisschen Sozialpädagog. Ich erzähle mal. Habe etwa absolviert. Talmud sagt eine ultimative Patent zum Erziehungs, überhaupt. Smol dochai yamin mekarevet. Linke rechts macht weit fern dem Kind, der Erziehende. Die rechte Hand bringt nah.
Also ein Widerspruch, ja? Von einer Seite nein, von anderer Seite ja. In der Klammer diese Geschichte wurde wegen Jesus von Nazareth im Talmud steht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das war auch eine pädagogische Fehler mit diesem Jesus, geschah schon zu spät. Aber das ist eine ultimative Ding. Nicht nur Nein sein, das ist die Pädagogik von 19. Jahrhundert, aber auch nicht alles Ja sein. Das ist heutzutage Pädagogik von 21. Alles ja. Alle sind gut, nicht alle sind gut. Alle sind recht, nicht alle sind recht. Und so weiter und so fort. Also nicht immer ja und nicht immer nein. Manchmal nein, manchmal ja. Das ist nach dem Tag. Gut, es war heute ein bisschen mit Verspätung, mit vielen anderen Geschichten. Die Fragen für heute. Ich würde sagen, die Frauen von David waren nicht so, hatten keine Weisheit. Weil Wieso? die Erziehung kommt von Frauen am meisten, denke ich, von Kindern. Und das würde Ja, sie haben ohne. recht, aber die Prophet, die Heilige Schriften, sie stellen als Schuld das zum Vater, nicht zur Mutter. Nicht Die mehr. König, er ist das große Vorbild. Dieser Abschalom entzündet das Feld nur um Gesicht des Königs sein, ja, und Frieden mit ihm machen. Ja. Also die Kinder doch wollen den Vater und noch mehr, wenn Vater ist ein König. Also vielleicht sie ihn sehen nicht jeden Tag und nicht jede Minute. Aber doch seine Worte sind sehr, sehr entschieden und deutlich. Und besonders nicht vergessen, die jede solche Sohn will ein Kronprinz und dann ein König sein. Und das sind die Einfluss von dem Vater ist sehr, sehr groß. Vielleicht nicht jedes Tag, jede Minute, aber doch. Gut, noch die Fragen? Nee, ich habe keine. Okay, es ist ein Noch bisschen eine Frage. schwere und traurige Geschichte, aber wieder, wie immer sagen, bei uns ist es, jeder kann kritisieren, jeder hat Fehler getan, bei uns, jeder Talmud kritisiert dem Gott. Die Prophet hat viel Kritik auf dem Gott, aber ich, ja, wir sagen, im Vatikan gibt es einen Mensch, der niemals hat etwa Fehler getan. Bei uns ist ja, das steht unter Kritik. Sogar König David. Und ich erinnere euch, König David, er ist der beste König nach biblischem Begriff. Er ist ein Vorbild. Sogar besser von König Salomo. Also er ist der König und doch er ist nicht perfekt. Das ist Er eigentlich ist gut, ermutigend. er ist gut, er ist wunderbar, aber nicht perfekt. Auch bei ihm gibt es die Stellen zum Verbessern. Und anders. Das ist die jüdische Idee. Gut. Dann, Vielen ich hoffe, das war interessant. Und Dank. Ja. wir müssen beenden unsere Widersprüche Salomos. Ich garantiere euch, das nächste Mal, es wird eine Bombe. Es wird eine kurze und Bombe Widerspruch. Ich garantiere euch. Okay. Bleiben Sie mit uns. Dann warten Wir wir auf diese Bombe. warten drauf. Genau. Gut, dann danke für Ihre Zeit und bis nächste Woche. Vielen Dank für den Unterricht. Danke. Tschüss. Ciao, Shalom. Wiedersehen. Tschüss.